Ist der für Sandra? Willst du also die Fragen aller Fragen stellen? Du kommst nur da drauf. Oh, der Ring? Die Blumen? Hm? Wenn der richtige Augenblick gekommen ist, dann werden wir uns verloben. Vielleicht. Erstmal wollen wir nur ihr Examen feiern. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Ja, was hast du bestanden? Wer hat dich geprüft? Elliot, das war der Horror. Und bei euch? Bestand? Ja. Super. Ich freue mich auf die Abschlussfeier. Ah, Albert, macht's gut. Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, danke, die sind total schön. Und, wie ist es gelaufen? Das war der Horror. Bei der Anatomiefrage hatte ich den totalen Blackout. Das ist nicht dein Ernst, oder? Quatsch, alles lief super. Doch nicht sowas, mein Herz. Ich konnte gar nicht durchfallen, so wie du mit mir gelernt hast. Ich kann es überhaupt noch nicht fassen. Ich hab bestanden. Ja. Ich bin Ärztin. Und, wo wollen wir feiern? Du, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es gibt Champagner. Und keine Menschen außer dir und mir. Na, da habe ich doch genau das Richtige vorbereitet. Na, dann mal los. Und das hier, Charles, das ist der Schläger, um den es geht. So eine Art Glasfaser aus der ESA-Forschung mit Metallkern. Leicht in der Hand, aber trotzdem sehr viel Power. Oh, tatsächlich, da ist ja federleicht. Ja, aber allzu lange kann ich jetzt wirklich nicht mehr auf deine Kreditzusage warten. Wenn wir diese Saison noch mitnehmen wollen, dann müssen wir mit der Produktion bald loslegen. Außerdem müssen wir die Werbekampagne auf den Weg bringen. Ja, du, 5 Millionen sind aber keine Kleinigkeit, Walter. Es gibt noch andere Banken, Charles. Ja, bitte versuch es. Du meinst, du kriegst da bessere Konditionen? Ja, deine 6,5% sind auch nicht eben günstig. 6,5? 10,5. Also ich bleib bei 10,5%. Nun machen wir mal einen Punkt, Charles. Wie lange kennen wir beide uns schon? Das war ja ein fabelhafter Schlag. Ich fürchte, das geht allein auf den neuen Schläger, den Walter entwickelt hat. Ihr kennt euch ja. Guten Tag, Mr. Harrison. Es freut mich, Sie wiederzusehen. Guten Tag. Helfen Sie mir. Wie? Sag mal, du wirst doch Brian wiedererkennen. Das ist mein Neffe. Brian! Sag mal, bist du nicht nach der Schule in die Staaten gegangen? Mhm, hat in Harvard studiert, Betriebswirtschaft und Finanzwesen. Ja, ich bin seit kurzem zurück. Jetzt lernt er bei mir das Bankgeschäft von der Pike an. Deswegen habe ich ihn auch dazu gebeten zu unserem kleinen Gespräch heute. Hier, das ist der neue Schläger von Harrison Golf. Was hältst du davon? Du, wollen wir nicht in deinem Büro weiterreden? Krieg ja hier eine Sauerstoffvergiftung. Möchtest du auch eine? Nein, danke. Und sowas war mal englischer Golf-Champion. Ja, komm mit, ich habe alles vorbereitet. Das hast du so schön gemacht, Schatz. Ich wünschte, ich könnte meine Eltern anrufen und es ihnen erzählen. Tu's doch. Mein Vater würde der Schlag treffen. Als mein Bruder starb, war für Dad klar, dass ich an seinen Platz trete. Es kam ja auch sonst niemand in Frage, der die Firma übernimmt. Außer vielleicht mein Neffe Kevin, aber der war damals noch ein Baby. Und warum hast du mir nicht gleich erzählt, dass du Medizin studierst? Ich war 19, ich wusste selber kaum, was ich will. Und dann habe ich den guten Willen gezeigt und angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren. Das ist mal sterbenslangweilig. Das kann ich gut verstehen. Wie lange gibt es die Firma nochmal? Harrison Golf. Über 80 Jahre. Aber ich interessiere mich nun mal weder für Golf noch für Betriebswirtschaft. Nur für Medizin. Und für einen gut aussehenden Arzt mit wunderschönen blauen Augen. Am Wochenende muss ich nach Cornwall, dann sage ich es ihm. Kommst du mit? Am Wochenende nach Cornwall? Na, ich dachte, wir fahren ein paar Tage nach Venedig in den Urlaub. Mein Vater feiert seinen 60. Geburtstag. Ich muss dahin. Ach komm, Albert, wir können doch auch in Cornwall Urlaub machen. Ich lade dich ein. Irgendwann musst du sie ja mal kennenlernen. Ja. Haben Sie noch einen Wunsch, Mr. Harrison? Danke, Miss Turner. Hier, das hier ist die Kalkulation meiner Marketingabteilung. Die letzte Bilanz würde mich auch interessieren, Walter. Ja, ich habe gehört, es gab Verluste auf dem Inlandsmarkt. Ach, Unsinn. Leicht rückläufige Umsatzzahlen während der Wintermonate, ist doch normal. Ist das nicht Sandra? Ja. Ja, richtig. Ihr beide, ihr seid ja zusammen auf dieselbe Schule gegangen. Ein paar Monate bis zu meinem Abitur. Was macht sie jetzt? Sie studiert Betriebswirtschaft in Cambridge. Aber in diesem Jahr ist sie fertig und dann wird sie in die Firma eingearbeitet. Und eines Tages wird sie der erste weibliche Firmenchef von Harrison Golf sein. Ja, das traue ich ihr zu. Sie kommt übrigens Samstag zu meinem Geburtstag. Brian
Wenn du Lust hast, du bist herzlich eingeladen. Danke, ich bin schon fertig. Ja, dann bist du bescheiden, Brian. Brian kommt selbstverständlich sehr gern. Gut. Ich werde mich aber wahrscheinlich entschuldigen müssen. Oh, würde mir aber sehr leid tun, Charles. Ja. Mal sehen. Sandra Harrison? Mom? Ja? Ja, es bleibt dabei. Ich komme am Freitagabend. Ja, alles gut. Mom, was ich dich noch fragen wollte, macht's dir was aus, wenn ich jemanden mitbringe? Nein, natürlich nicht, Sandra. Wer ist es denn? Ein Studienfreund. Ein Studienkollege, so, so. Ja? Fahr vorsichtig, ja? Mach's gut. Sandra bringt zur Geburtstagsfeier einen jungen Mann mit, Polly. Oh, wie schön, Mrs. Harrison. Seit sie studiert, hat sie noch nie jemanden mitgebracht. Das ist mir ja auch schon aufgefallen, Mrs. Harrison. Und jetzt? Ausgerechnet zum Geburtstag ihres Vaters? Das ist doch bestimmt kein Zufall. Das würde ich ja auch denken, Mrs. Harrison. Vielleicht gibt es eine doppelte Feier. Du kannst jetzt gehen, Polly. Darf ich sonst noch etwas bringen, Mrs. Harrison? Nein, danke, aber bitte richte das Gästehaus her. Die wollen bestimmt für sich sein. Du spielst doch irgendein Spiel, Charles. Mein kluger Neffe. Würdest du ihm das Geld geben? Naja, der neue Schläger hat Potenzial. Das Unternehmen macht einen gesunden Eindruck. Ja, warum nicht? Er hat gesundheitliche Probleme, von denen er nicht spricht. Aber ich weiß es. Außerdem hat er versäumt, einen neuen Nachfolger aufzubauen. Also, dass seine Tochter den Laden in Kürze leitet, das glaube ich einfach nicht. Wieso nicht? Ich bitte dich, Brian, Frauen und Geschäfte, wie viele Beispiele kennst du, wo das gut geht? Unterschätzt Sandra nicht. Sie ist intelligent, willensstark, ehrgeizig. Und offensichtlich dein Typ. Also ist die Geburtstagsparty doch genau die richtige Gelegenheit. Jetzt guck doch nicht so entsetzt. Sandra ist doch nicht gerade hässlich. Und du willst doch eines nicht so fernen Tages mein Geschäftspartner sein, oder? Es ist also in deinem eigenen Interesse, Brian. Harrison Golf soll dein Einstand werden. Jetzt hör mir mal zu. Bevor ich 5 Millionen investiere, brauche ich einfach eine zusätzliche Sicherheit. Und persönliche Bindungen sind nun mal besser als geschäftliche. Außerdem hatten wir im letzten Jahr einige Fehlinvestitionen zu verkraften. Wir? Na gut, also ich habe die eine oder andere Entwicklung an der Börse falsch eingeschätzt. Jedenfalls würde uns ein zweites Standbein sehr gut tun. In einem Unternehmen wie Harrison Golf zum Beispiel. Aha. Und deshalb willst du mich mit Sandra verkuppeln? Verkuppeln? Was ist das für ein hässliches Wort? Ich will einfach nur das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. In deinem Interesse, Brian. Außerdem habe ich mit Walter noch eine alte Rechnung zu begleichen. Ich hasse solche Spontanaktionen. Setz mich bitte mal ins Bild, damit ich bei deinen Eltern einen guten Eindruck machen kann. Schatz, das brauchst du doch gar nicht. Die freuen sich, dass ich überhaupt mal jemanden mitbringe. Meine Ma und Polly werden bestimmt begeistert sein. Wer bitte ist Polly? Polly war mal mein Kindermädchen. Sie ist die gute Seele im Harrison-Haus. Und was genau bin ich eigentlich? Ein Studienkollege? Ein Freund? Dein Lebensabschnittsgefährte oder was? Du bist, was du bist. Mein Freund, mein Liebhaber. Ah. Oder hast du Angst, dass mein Vater gleich einen Eignungstest mit dir macht, wenn er hört, dass wir zusammen sind? Wie meinst du denn das jetzt? Oh Gott, wahrscheinlich würde ich es nicht mal merken, wenn er mich testet. Ich würde mich wahrscheinlich wahnsinnig blamieren. Was mache ich denn, wenn er Golf mit mir spielen will? Schatz, ein paar Tage wirst du schon überstehen. Und gleich nach der Geburtstagsfeier verschwinden wir, versprochen. Sandra, ich habe doch nur 3 Tage Zeit. Ich muss doch nach Heidelberg. Geahnt. Dagegen ist mein Elternhaus eine Garage. Quatsch, es wirkt viel größer, als es ist. Ja. Tante Sandra! Kevin! Mensch, du bist ja ein richtiger Mann geworden. Schön, dass du wieder da bist. Weißt du, was Horror ist?
Was dauernd Klavier üben. Kevin, das ist mein Freund Albert. Hallo Albert. Hi Kevin. Ich nehme das. Ist aber schwer. Wir sind noch nicht fertig. Siehst du, schon wieder. Sandra, wie schön dich zu sehen. Hallo Rachel. Darf ich dir Albert vorstellen? Die Frau meines verstorbenen Bruders. Freut mich. Guten Tag. Holly, du warst so lange nicht hier. Hallo. Das ist Albert Woolbridge. Polly, die Perle des Hauses. Guten Tag. Und ihr Mann Paul. Angenehm. Kommt herein, deine Mutter erwartet euch auf der Terrasse. So, Tee und Sandwiches. Und Sie studieren auch Betriebswirtschaft, Mr. Woolbridge? Nein, ich bin Mediziner. Ah, welches Fachgebiet? Gefäßchirurgie. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Nächstes Semester beginnt meine Facharztausbildung in Heidelberg. Heidelberg? Das hört sich ja interessant an. Ja, naja. Und du? Welche Fachrichtung willst du einschlagen? Auch Gefäße? Ich? Wieso? Glaubst du, ich weiß nicht, dass du Medizin studierst und nicht Betriebswirtschaft? Seit wann weißt du das? Schon lange. Seit ich festgestellt habe, dass du zahllose Bücher über Neurologie und Anatomie besitzt und kein einziges, das auch nur annähernd etwas mit Betriebswirtschaft zu tun hat. Aber warum hast du denn da nie was gesagt, Mom? Weil ich wollte, dass du es mir sagst. Mom. Weiß Dad auch Bescheid? Ach, der hat keine Ahnung. Du weißt doch, was er nicht sehen will, sieht er nicht. Du musst es ihm sagen. Ja, deswegen bin ich ja hier, Mom. Na gut. Aber dann warte bis nach der Geburtstagsfeier. Dann ist er mental vielleicht besser gerüstet für so eine Enttäuschung. Oh, verzeihen Sie, dass wir Sie mit unseren Familienangelegenheiten so langweilen, Albert. Da hinten ist übrigens das Gästehaus. Polly hat es für euch hergerichtet. Dinner ist um 8. Alles klar, Mom. Wow. Also dieser Blick ist sensationell. Sowas habe ich mir vorgestellt. Du, ich, das Meer. Ich gehe jeden Tag fischen, du kochst uns was Schönes. Mhm. Erinnerst du dich? Als ich das letzte Mal für uns gekocht habe, kam die Feuerwehr. Ah, richtig. Naja, lassen wir das. Bestellen wir uns einmal am Tag was zu essen und ansonsten ernähren wir uns von Luft und Liebe. Nein, nein, das ist mein Sohn, er hat gerade Unterricht. Sie haben ein Engagement für mich. Eine Tournee. Das ist ja schon im August. Es kommt nur alles ein bisschen plötzlich. Mein Sohn geht noch zur Schule und... Ja, natürlich weiß ich, dass das eine einmalige Chance ist, Mr. Slater. Ein Internat. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Bis wann muss ich mich denn entscheiden? Gut. Ja, ich melde mich. Vielen Dank und auf Wiederhören. Kevin? Kevin, wir waren noch nicht fertig. Guten Tag, Paul. Hallo, Grandpa. Hallo, Kevin. Nicht so stürmisch, junger Mann. Darf ich deine Aktentasche tragen? Da muss ich ein Klavier üben. Du musst deiner Mutter folgen. Stell sie auf den Schreibtisch. Ist Sandra schon da? Ja, sie hat einen Mann mitgebracht. Tatsächlich. Rachel war eine bekannte Pianistin, hat sogar internationale Konzerte gegeben. Wirklich? Ja. Also, cheers. 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 Danke, Polly. Darf ich euch dann alle zu Tisch bitten? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Wer zuletzt was? Aha. Und ich dachte immer, die Fakultät für Medizin und die für Betriebswirtschaft liegen auf einem ganz anderen Campus. Ja, aber zum Glück gibt es ja fakultätsübergreifende Semesterpartys. Und die Unibibliothek. Es wirkt also immer noch bei den Frauen,
Das alte Zauberwort. Ein Arzt in Kombination mit einem weißen Kittel. Götter in Weiß. Also in meinem Fall war es eher sein Charme in Verbindung mit seiner Intelligenz und seinen blauen Augen. Aha. Und in was für einer Fachrichtung sind Sie denn tätig, Mr. Woolbridge? Ich möchte mich auf Gefäßchirurgie spezialisieren. Ach, Sie möchten? Das heißt wohl, es dauert noch ein Weilchen, ne? Naja, wenn ich mich nicht irre, hast du ja auch bereits dein 10. Semester hinter dir. Stimmt's? Ich habe seinerzeit mein Examen nach dem 8. Semester gemacht. Robert hat seinen Masterabschluss nach dem 6. Semester gemacht. Das hatte vor ihm in Oxford noch niemand geschafft. Ja, Robert. Robert war ja auch eine Ausnahmeerscheinung. Walter. In jeder Hinsicht. Was ist der Masterabschluss? Das ist die Bezeichnung für ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Dein Vater hatte seinen Masterabschluss in Volkswirtschaft und in Betriebswirtschaft. Ich habe vor einer Woche mein Abschlussexamen gemacht. Wirklich? Ja, das ist doch mal eine angenehme Nachricht. Wie hast du denn abgeschlossen? Mit gut. In meinem Fach ist ein gut eine ausgesprochen. Entschuldigung. Ein Anruf aus der Firma. Mr. K. Mr. K. Entschuldigt mich bitte. Es könnte wichtig sein. Was hast du dir dabei gedacht, Sandra? Wir hatten vereinbart, dass du bis nach der Party wartest. Ja, tut mir leid, es ist einfach mit mir durchgegangen. Seit meiner Schulzeit muss ich mir diesen Lobgesang auf Robert anhören. Man hört es mal auf. Robert ist seit 8 Jahren tot. Sandra! Ich wünsche mir doch nur, dass er auch einmal stolz auf mich ist. Ich habe bei ihm irgendwie immer das Gefühl, zweite Wahl zu sein. Irgendein zweitklassiger Ersatz für seinen einzigartigen Ausnahmesohn Robert. Hast du deswegen angefangen, Medizin zu studieren? Damit er dich nicht ständig mit deinem Bruder vergleicht? Na, vielleicht auch. Und da traue ich mir noch nicht mal, es ihm zu sagen. Ich bin wirklich eine Versagerin. Oh, Sandra, das bist du ganz sicher nicht. Du bist ein toller Mensch, eine begnadete Ärztin und eine liebenswerte Frau. Danke, genau das habe ich jetzt gebraucht. Wie findest du ihn denn? Sagen wir mal so, ich kann es jetzt besser verstehen, warum du ihm so lange was vorgemacht hast. Ich habe irgendwie immer Angst, ihn zu enttäuschen oder seine Erwartungen nicht zu erfüllen. Aber warum denn? Ich weiß es nicht, er ist mein Vater. Ich denke immer, ich müsste mir seine Liebe irgendwie verdienen. Also in solchen Situationen bin ich ja froh, dass ich meine kennengelernt habe. Scheint ja ganz schön kompliziert mit den Vätern. Aber deine Mutter ist ja nett. Wie du. Wollen wir hoch ins Haus? Ich bin so froh, dass du mitgekommen bist. Aber ich glaube, ich möchte noch ein bisschen spazieren gehen. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Okay. Dann warte ich am Haus. Schreibe ich schön bei diesem Licht. Ja. Ich wollte eine Flasche Champagner in den Kühlschrank stellen. Als Willkommensgruß. Ach, danke, das ist aber sehr nett. Bitte. Dann stellen wir sie mal kalt. Ich glaube ja, dieser Albert ist mehr als ein Studienfreund. Ja, du hast ja für sowas keinen Blick. Schon wie er sie ansieht. Aber daraus wird nichts werden. Mr. Harrison braucht einen Schwiegersohn, der ihn in der Firma entlastet. Keinen Arzt. Ich mache mir solche Sorgen um ihn, Paul. Er schluckt Pillen. Heimlich. Ja, Kevin, was ist denn mit dir los? Warum schläfst du denn nicht? Ich hab schlecht geträumt. Mama ist nicht da.
Ich liebe meinen Sohn, aber mit jedem Tag braucht er mich weniger und mit jedem Tag fehlt mir die Musik mehr. Sie sind Musikerin durch und durch. Das legt man nicht so einfach ab. Sie würden es also verstehen, wenn ich wieder Konzerte geben will? Ja, aber natürlich. Sie müssen sogar. Sie haben sowas wie eine Verantwortung Ihrem Talent gegenüber. Danke. Sie ahnen ja gar nicht, wie gut mir das tut. Wollen wir nicht du sagen? Ja, gern. Rachel. Albert. Ich habe ein Angebot. Eine Tournee im August. Ich habe es aber noch niemandem erzählt. Warum nicht? Ich habe Angst, dass die Familie es mir wieder ausreden will. Und wegen Kevin natürlich, ihn so lange allein zu lassen. Rachel, du musst es der Familie sagen. Früher oder später werden sie es eh erfahren. Ich bringe dich zurück zu uns. Ich habe Brian zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen. Schlimm genug, dass du diesen Charles einladen musst. Was ich ja noch verstehen kann. Aber diesen Brian, du führst doch was im Schilde, Wolter. Nein, ich führe überhaupt nichts im Schilde. Überhaupt nichts. Oh. Gute Nacht, Schatz. So geht es nicht weiter, Wolter. Ja? Du kommst spät nachts aus der Firma, dann essen wir und dann lässt du todmüde ins Bett. Was glaubst du, wie lange das deine Gesundheit noch aushält? Und ich? Wenn der neue Schläger erst auf dem Markt ist, dann... Dann kommt wieder irgendetwas anderes. So geht das seit Jahren. Du hast auch eine Familie. Ja. Ist was passiert? Muss denn irgendwas passieren? Dass du dich endlich mal um mich kümmerst? Und um dich selbst. Jetzt hat sich ja sowieso alles verändert. Jetzt, wo Sandra ihr Examen hat, da, ich möchte sie erst noch ein bisschen in der Firma einführen. Und die Markteinführung des neuen Schlägers möchte ich gerne begleiten. Und dann fahren wir beide nach Hawaii. Hawaii? Ja, Hawaii. Versprochen? Ja, versprochen. Mein Engel, versprochen. Du, Wolter, ich muss dir noch sagen, dass Sandra... Ja. Gute Nacht. Na, habt ihr euch gut amüsiert? Was meinst du? Ich hab euch gesehen, wie die Turteltäubchen. Ach, wegen Rachel. Bist du eifersüchtig? Ach, Quatsch! Ich wollte dich nur daran erinnern, dass sie meine Schwägerin ist und dass sie ein Kind hat. Ich mag Kinder. Sie hat uns einen Begrüßungschampagner vorbeigebracht. Und ich habe sie zurück zum Haus begleitet, wie es sich gehört, männlich. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie sich nicht ganz verstanden fühlt hier. Nicht ganz respektiert. Psychologe statt Neurologe. Ja, hast du mal darüber nachgedacht, dass sie für deinen Bruder eine große Karriere aufgegeben hat? Sie scheint dich ja schwer beeindruckt zu haben. So ein Quatsch. Sie tut mir leid, weil sie ja eine Außenseiterin ist. Wie ich übrigens auch. Oh, oh, Blödmann. Wie war das nochmal mit dem Champagner? Hier entlang, bitte, Madame. Walter, geht's dir nicht gut? Wie? Naja, alles in Ordnung. Ich brauchte bloß einen Schluck Wasser. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, das ist aber nett, Brian. Pack das später aus, ja? Das wird meine Beschäftigung in der nächsten Woche sein. Geschenke auspacken. Und das hier ist von Charles. Am besten wünschen. Er lässt sich nochmals entschuldigen. Oh, ein Humidor. Eigentlich sollte ich ja gar nicht mehr. Wo ist eigentlich Sandra? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Komm, ich bring dich zu ihr. Ja, ich habe vor kurzem mein Examen gemacht. Ja?
Danke. Sandra, Dr. Shelby, darf ich euch mal stören? Ich habe hier einen Überraschungsgast. Ryan? Das gibt's doch nicht. Sandra. Ich dachte, es sei gar nicht möglich, aber du bist noch schöner geworden. Ja, und du noch charmanter. Was machst du hier? Dein Vater hat mich eingeladen. Dad? Ja. Und was machst du in England? Ich hatte genug von den Staaten und von den Frauen dort. Ich habe dich nie vergessen, Sandra. Du Lügner. Du hattest mich schon vergessen, bevor du in den Flieger nach New York gestiegen bist. Ich war jung, unreif, wie Männer in den 20ern eben sind. Sag mal, wer ist denn das, der da mit Sandra spricht? Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Kommt ihr? Ich will gleich mit dem Konzert anfangen. Gut, ich hol die Gäste. Ach, und wie sind die Männer in den 30ern? In den 30ern, da erkennen sie, dass eine Frau wie du so selten ist wie ein lupenreiner Diamant. Und ich bin überrascht, dass du keinen am Finger trägst. Kommt ihr ins Haus? Rachel ist dann soweit. Ihr auch? Es geht gleich los. Walter, Rachel wollte, dass wir alle reinkommen. Sie möchte ein kleines Konzert geben. Oh. Was nimmst du denn da? Nichts, nur ein bisschen Kopfschmerzen. Hast du gesehen, wie gut sich Brian und Sandra immer noch verstehen? Spätestens, wenn sie erfährt, dass du das alles eingefädelt hast, wird sie Brian in die Wüste schicken. Schon als Protest. Sie muss es ja nicht erfahren. Walter, ich glaube, du machst dir da ein ganz falsches Bild von Sandra. Sie hat... Komm, wir gehen erst mal rein. Komm. Ich komm gleich nach, ja? Ja. Kommt ihr mit mir mit? Habt ihr alle ins Haus? Dad? Kann ich mal mit dir reden? Ja, aber immer, meine Kleine. Medizin. Bist du denn wahnsinnig geworden? Wie willst du denn als Medizinerin eine Golfartikelfirma leiten? Dad, ich will die Firma nicht übernehmen. Darum geht es ja. Golf langweilt mich. Und dieser ganze Betriebswirtschaftskram noch viel mehr. Ich habe jahrelang in dich investiert. Ich habe jedem erzählt, dass du bald dein Examen machst. Ich habe mich auf dich verlassen. Ich habe Pläne geschmiedet. Ja, aber hat dich jemals interessiert, ob das auch meine Pläne sind? War doch völlig klar, dass du nach Roberts Tod die Firma übernehmen würdest. Wer denn sonst? Ja, was weiß ich? Vielleicht Kevin, sein Sohn. Ich jedenfalls will Ärztin werden und du wirst mich nicht davon abhalten. Ja, das sagst du mir heute an meinem Geburtstag. Einfach so. Mein Gott, wenn Robert noch am Leben wäre. Dankeschön. Und jetzt, meine Damen und Herren, spielt für Sie mein Sohn, Kevin. Ich will nicht Klavier spielen. Kevin! Du hast damals versehen, was in deine Jacke gesteckt, Walter. Als dein Arzt, sage ich dir... Ich wollte doch nur hin und wieder daran schnuppern. Ich rate dir, führe dich nicht in Versuchung. Wer hat dir den Humidor geschenkt? Willkommen, Freund. Na komm, lass uns was trinken. Gute Idee, Doktor. Ich habe mich gerade fürchterlich aufgeregt. Ein Champagner, Paul. Dankeschön. Also dann... Ich finde es super, dass du es ihm gesagt hast. Jetzt hast du es hinter dir und er muss selber sehen, wie er damit klappt. Ja, aber es ist irgendwie trotzdem ein total blödes Gefühl. Lass uns morgen so schnell wie möglich abfahren, ja? Wann immer du willst. Sandra! Albert, schnell! Vater ist zusammengebrochen! Was? Okay, lauf du zu ihm. Ich hole meinen Arzt. Ich komme!
Mom, ganz ruhig. Albert kommt gleich mit seinem Arztkoffer. Ja? Dad, hörst du mich? Hat er das schon mal gehabt? Nein. Dad, hast du Schmerzen? In der Brust? Oder im Oberarm? Albert? Hallo, Mr. Anderson. Okay, legen Sie sich wieder zurück. Wie geht es Ihnen jetzt? Okay. Über den Rettungswagen verständigt? Ja. Ich hole mal ein Glas Wasser. Ja. Tief atmen, schön tief atmen. Wollen wir mal sehen. Infarkt, nur ein leichter Herzanfall. Glücklicherweise haben Sie sofort richtig gehandelt, Dr. Woolbridge. Ich habe ihm geraten, hier zu bleiben, um den Eingriff möglichst leicht zu machen. Aber er weigert sich. Er will unbedingt wieder nach Hause. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Als ob er auf mich hören würde. Was denn für ein Eingriff? Das soll er dir lieber selbst sagen. Aber wenn er nicht allmählich Vernunft annimmt, kann ich für nichts garantieren. Kann ich zu ihm? Ausnahmsweise, aber keine Aufregung. Er sagt, es gäbe heute noch wichtige Termine in der Firma. Ich habe ihm versprochen, dass sich jemand darum kümmern wird. Übernimmst du das? Mach dir keine Sorgen, Walter. Sandra ist auf dem Weg zu Mr. Carr. Carr ist ein Buchhalter. Der kann doch nicht mit den Werbeleuten verhandeln. Und wer bitte bringt den Kreditvertrag mit Charles zur Unterschriftsreife? Meine Tochter etwa, die Ärztin? Du bleibst liegen! Es sei denn, du hältst dich für unsterblich. Deborah, du verstehst das nicht. Gerade jetzt im Augenblick müssen in der Firma enorm wichtige Entscheidungen getroffen werden. Sobald die Dinge dann auf dem Weg sind, lege ich mich zu Hause oder wo auch immer brav ins Bett und lass mich von dir pflegen. Entweder du überlässt deine geliebte Firma für ein paar Tage anderen oder... Dann kann ich ja gleich Konkurs anmelden. Oder ich verlasse dich. Das meinst du doch nicht wirklich. Außerdem ist das Erpressung. Stimmt. Aber es ist mir ernst, Walter. Du musst dich entscheiden. Entweder die Firma oder ich. Will ich aber wenigstens in meinem eigenen Bett schlafen. Gut. Ich frage Dr. Shelby, ob du zu Hause das Bett hüten darfst. Aber bis das entschieden ist, bleibst du liegen. Soll ich auf dich warten? Nein, lass mal. Ich habe doch keine Ahnung vom Golfgeschäft. Es dauert bestimmt länger. Aber heute Abend machen wir es uns schön, ja? Nur wir beide. Versprochen. Bis dann. Mach's gut. Das ist natürlich ein Schock für uns. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Na ja, Sie kennen ihn ja, Mr. Carr. Am liebsten würde er sofort aufstehen und hierher kommen. Aber Dr. Shelby hat ihm 3 Tage strikte Bettruhe verordnet. Um was für einen Termin geht es? Mr. Charles Warren wird um 12 Uhr hier sein. Es geht um den Kredit. Ich weiß nicht, wie weit Sie in dieser Sache informiert sind. Vielleicht können Sie das ja für mich übernehmen. Es tut mir leid, Miss Harrison. 5 Millionen Pfund sind eine Summe, für die ich nicht autorisiert bin. Ja, dann kann man den Termin vielleicht verschieben. Mr. Warren wird es sicher verstehen. Wie Sie meinen. Was ist mit der Werbekampagne? Hat Ihr Vater mit Ihnen darüber gesprochen? Ja? Brian? Ich wollte mich bei euch nur für den schönen Abend bedanken. Ist denn dein Vater in der Nähe? Nein, er hatte einen Herzanfall. Was? Ja, er ist im Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Kann ich dir irgendwie helfen? Pass auf, ich habe jetzt noch 2 Termine, aber wir könnten uns 7 treffen. Im Yachthafen. Bis dann. Konntest du ihm nur so unvorbereitet die Wahrheit sagen, Sandra?
Die Wahl erfährt man doch immer unvorbereitet, oder? Ach was? Ma, du warst doch auch damit einverstanden, dass ich es ihm sage. Ja, aber behutsam. Und in verträglichen Dosen. Nicht so, dass er gleich einen Herzanfall bekommt. Ach ja, jetzt rede du mir auch noch ein, dass ich schuld bin. Ich meine, woher sollte ich denn wissen, dass er sich darüber so dermaßen aufregt? Es war doch klar. Schließlich hast du ihn jahrelang in der Hoffnung gelassen, dass du in die Firma kommst, dass du seine Nachfolgerin wirst. Ja, und warum? Weil ich ständig zu hören bekommen habe, Dad ist so im Stress. Schone deinen Vater, er darf dies nicht wissen, er darf das nicht wissen. Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn man nur nicht mal mit seinem eigenen Vater offen und ehrlich reden kann? Musst du noch mal weg? Ja, ich bin geschäftlich in der Stadt verabredet. Mit Brian? Hm? Ist wichtig. Er muss mich auf das Treffen mit den Werbeleuten vorbereiten. Verstehe. Es dauert auch höchstens eine Stunde. Ich kann doch meinen Vater jetzt nicht im Stich lassen. Nein, natürlich nicht. Ach, Albert, versteh doch. Brian ist der Einzige, den ich wegen der Firma um Rat fragen kann. Ja, viel Erfolg. Gut, dass ich dich treffe. Ich bin auf der Suche nach Sandra. Hast du sie gesehen? Die trifft sich mit ihrem Jugendfreund, diesem Brian McIntosh. Ich habe mich übrigens erkundigt. Das ist der Neffe von diesem Bankier, Charles Warren. Hat wohl in den Staaten studiert. Charles hält große Stücke auf ihn. Ja, daher weht der Wind. Gibt es Neuigkeiten von Walter? Ja, aber mein Handy musst du mir da lassen. Also, falls Mr. K. anruft oder Charles. 3 Tage absolute Ruhe hat dir Dr. Shelby verordnet. Entweder du hältst dich dran oder du gehst zurück in die Klinik. Sie wünschen Paul. Paul, schauen Sie sich mal draußen um. Ja, da muss irgendwo mein Laptop liegen und mein Handy. Wo wart ihr denn so lange? Albert, spielst du mit mir 17 und 4? Hast du denn Klavier geübt? Dann übst du jetzt und wenn du geübt hast, dann darfst du vielleicht, wenn Albert Zeit und Lust hat, mit ihm spielen. Aber um richtiges Geld, ja? Nein, Kevin, es wird nicht um Geld gespielt. Och, Mann. Ich glaube, es wird ihm gut tun, eine Weile ins Internat zu gehen. Er ist so wahnsinnig undiszipliniert und, ja, materialistisch. Das würde ich nicht überbewerten. Es macht einfach mehr Spaß, um Geld zu spielen. Mit 10. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Markteinführung dieses neuen Schlägers für die Firma sehr wichtig ist. Mhm. Und dass dein Vater den Kredit von Charles braucht. Mr. K. hat mir gar nicht erzählt, dass die Lage der Firma so angespannt ist. Keine Sorge, das kriegen wir schon in den Griff. Ich rede mit Charles wegen des Kredits. So. Danke. Aber erstmal gehen wir die Einzelheiten für die Werbung durch. Ja. Hast du die Angebote dabei? Ja. Hier. Hast du überhaupt Zeit für sowas? Natürlich, das ist ein Notfall. Da lasse ich dich doch nicht im Regen stehen. Setz dich. Ja, gut. Notiere ich mir. Danke. Das notiere ich. Ich hab dir eine kleine...
Kevin, ein Haar. Jetzt guck doch mal auf die Noten. Ein Haar, da steht's doch. Ich hasse Klavierspielen. Oh, Kevin, bitte. Jetzt bleib doch hier. Hey. Vielleicht sollte er doch lieber Fußball spielen. Ja, ich wollte in seinem Alter auch nicht Klavier spielen. Mein Vater hat mich gezwungen. Und es war auch gut so. Naja, demnächst ändert sich ja sowieso alles. Wieso? Wie meinst du das? Ich habe ein Angebot. Eine Tournee mit dem Rundfunkorchester. Da störst du den Grandpa? Kevin, warum schleichst du dich denn hier rein wie ein Geist? Grandpa hat gesagt, du bist krank und darfst nicht arbeiten. Ist das keine Arbeit? Nein, das ist keine Arbeit. Das ist Vergnügen. Spielen wir 17 und 4? Wie, du kannst 17 und 4? Klar, aber nur um Geld. Hast du Geld? Kommt ganz drauf an. Wie hoch soll denn der Einsatz sein? 10 Pence pro Spiel. 10 Pence. Na, ich glaube, das kann ich gerade noch riskieren. Karte? Ich habe Kevin in einem Internat angemeldet. Internat? Meinst du, dass das Richtige für den Jungen ist, Rachel? Du wirst ihn kaum noch sehen. Und wir auch nicht. Aber er braucht Ordnung und Disziplin. Er macht doch jetzt schon, was er will. Wie soll denn das erst in ein paar Jahren aussehen? Wir können uns doch um ihn kümmern, wenn du auf Tournee bist. Aber ihr lasst ihm alles durchgehen. Der Einzige, vor dem er Respekt hat, ist Walter. Aber der hat doch viel zu viel um die Ohren und für Kevin sowieso keine Zeit. Ich werde mit ihm reden. Dann wird er schon Zeit finden. Nein, Deborah. Mein Entschluss steht fest. Die amerikanischen Frauen, die sind entweder zu fordernd oder zu oberflächlich. Aber vielleicht hat es auch deshalb nie geklappt, weil ich sie immer mit dir verglichen habe. Schmeichler. Soll das jetzt ein Kompliment sein? Ja. Und du? Gab es jemanden nach mir? Einen? Entschuldigung, klar. Und dieser Albert? Ist das was Ernstes? Das geht dich gar nichts an, Brian. Und warum bist du zurückgekommen, Brian? Naja, Charles hat keine Kinder. Ich bin sein einziger Neffe. Und auf welches Gebiet hast du dich spezialisiert? Eher Marketing oder Geschäftsführung? Ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist schon so spät, ich muss los. Schade, ich dachte, wir machen noch einen kleinen Nachthorn. So wie früher. Hast du die Narbe noch von dem Sturz an dem Felsen? Ja, das ist eine Erinnerung fürs Leben. Brian, ich muss jetzt wirklich nach Hause. Moment noch. Ich habe dir noch gar nicht den Entwurf von dieser neuen Werbefirma aus Plymouth gezeigt. Der wird dir gefallen. Total witzig. Warte. Warte. Ich nehme noch eine. Kevin? Kevin? Mama. Kevin, wo bist du? Kevin. Ja. Entschuldige, Walter. Ich wollte nur sehen, ob Kevin vielleicht bei dir ist. Kevin? Nein. Tut mir leid. Gute Besserung. Danke, Rich. Kevin!
Und was ist das? Kevin, komm raus, wir sind entdeckt. Er wollte mir doch nur ein bisschen die Langeweile vertreiben. Ach, mit Glücksspiel. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Walter. Komm, Kevin. Ach, Rachel, bitte sei doch so lieb und nimm das hier mit raus, ja? Danke, Rachel. Ach, und Rachel? Ja? Verrat mich nicht bei Debbie, ja? Gute Nacht, Walter. Gute Nacht, Rachel. Schön. Hast du das alles für mich gemacht? Wie kommst du denn da drauf? Ich dachte, ich verwöhne mich heute mal ein bisschen. Leben wie die Königin in Cornwall. Bedien dich, ist noch Hummer da. Champagner. Korrigier mich. Kein Champagner mehr. Schatz, es tut mir leid. Ich bin einfach nicht früher weg. Geh duschen. Was, so schweißtreibend mit Brian? Brian und ich waren mal ziemlich gut befreundet. Und jetzt hilft er mir geschäftlich, bis mein Vater wieder auf den Beinen ist. Und sonst war nichts. Dann pass mal schön auf, dass er die Situation nicht ausnutzt. Und was ist mit dir und Rachel? Komm, nichts. Zwei Schiffe, die in der Nacht aneinander vorbeiziehen. Mir kommen die Tränen. Seit wir hier sind, entfernst du dich mehr und mehr von mir. Das merkst du gar nicht, oder? Du wolltest hierher kommen, um mit deinem Vater Klartext zu sprechen. Und jetzt willst du die Firma leiten? Ja, weil er einen Herzanfall hat. Soll ich einfach alles liegen und stehen lassen und abhauen? Natürlich nicht. Aber in der Firma gibt es sicher Leute, die sich besser damit auskennen. Und sich ausgerechnet von Brian beraten zu lassen, das kommt mir ein wenig so vor, als machtest du den Bock zum Gärtner. Quatsch, Brian will mir wirklich helfen. Wir den ganzen Nachmittag und den Abend für uns, okay? Ich dachte, du wolltest so früh wie möglich abreisen. Versteh doch, Albert. Ich kann erst weg, wenn mein Vater wieder fit ist. Mann, sein Frühstück schon bekommen, Polly? Ja, Mrs. Harrison. Bis auf den Orangensaft. Ich wollte ihn gerade nach oben bringen. Dann bringen Sie ihm auch noch die Zeitung mit. Aber selbstverständlich. Morgen. Morgen. Morgen, mein Schatz. Ah, Polly, ich mach das schon. Oh, danke schön. Sandra, warte. Tut mir leid, dass ich dir solche Vorhaltungen gemacht habe. Natürlich bist du nicht schuld. Mom. Schon in Ordnung.
Walter, ich denke, du bist noch im Bett. Hey, ich leg mich auch gleich wieder hin. Paul hat mir draußen ein Lager gebaut. Aber Polly hat den Orangensaft vergessen. Guten Morgen. Bitte schön. Oh, danke sehr. Du bist schon unterwegs ins Büro? Ja, um 11 ist das Treffen mit den Werbeleuten. Dann erzähl ihnen was von weiteren Aufträgen. Das senkt die Preise. Und lass ab und zu die Namen der Konkurrenz fallen. Das schockt sie. Walter. Und wenn du. Hier. Ja, ist ja schon gut. Ich verlasse mich voll und ganz auf dich, meine Kleine. Ah ja, und was ich da neulich so alles geredet habe, das. Naja, du kennst mich ja. Wann bist du wieder hier? Oh. Denk mal, spätestens um 2. Wollen wir uns hier treffen oder auf dem Platz? Auf dem Platz? Ja, auf dem Golfplatz. Die haben so ein nettes Restaurant. Kannst ja vorher eine Runde spielen. Ich kann kein Golf spielen. Ich weiß. Aber du kannst es ja mal versuchen. Ciao. Gibst du mir bitte dein Telefon, mein Schatz? Warum? Weil du krank bist und Dr. Shelby dir absolute Ruhe verordnet hat. Aber ich habe eine dringende Nachricht an Stephen Carr zu senden. Du bist wirklich unverbesserlich. Ach, Deborah. Wiedersehen. Bye, bye. Bis dann. Vielen Dank. Wir warten dann auf Ihr Angebot, ja? Was für Sie sind. Wiedersehen. So, das wäre geschafft. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen. Die haben bestimmt gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Werbung habe. Ach was. Die interessiert nur der Auftrag und den haben Sie. Als nächstes sorgen wir dafür, dass Charles den Kredit freigibt. Und dann kümmern wir uns darum, dass die Produktion losgeht. Dein Vater kann stolz auf dich sein. Da kennst du ihn allerdings sehr schlecht. Warum tust du das alles für uns, Brian? Für dich. Ich tue das für dich, Sandra. Wollen wir noch was essen gehen? Mom! Wieso, was ist passiert? Ja, ich komme sofort. Bis gleich. Mein Dad hat einen zweiten Anfall. Sie bringen ihn gerade in die Klinik. Es tut mir leid. Soll ich dich hinfahren? Nein, ist nicht nötig. Rede du lieber mit deinem Onkel. Wir brauchen die schriftliche Kreditzusage. Dad, mach dir keine Sorgen. Das Treffen mit den Werbeleuten ist wirklich gut verlaufen. Brian war eine große Hilfe. Hey, ich halte große Stücke von Brian. Brian ist der Richtige. Vergiss diesen Horvath. So, wir wären dann soweit, Walter. Ja, wenn es dann unbedingt sein soll, nicht? Dann, ja. Können wir dann? Ich verlasse mich voll und ganz auf dich, meine Kleine. Kannst du auch, Dad. Du musst Charles unbedingt dazu bringen, diesen Kreditvertrag zu unterschreiben. Ja, vorher kann die Produktion nicht anfangen. Ich warte auf dich, bis du wieder da bist, Liebling. Nächsten Monat laufen die ersten Werbespots für den Golfschläger. Kompliment. Du spielst den Retter in der Not und machst dich damit unersetzlich. Hm? Nein, ich mach das nur für Sandra, bis ihr Vater wieder fit ist. Oh ja, völlig uneigennützig. Wem willst du das denn weismachen? Naja, vielleicht nicht ganz. Aber jetzt zur Sache, Charles. Was ist mit dem Kredit? Ich dachte, ich lasse Walter noch ein bisschen schmoren. Hm? Damit er die 10,5 akzeptiert. Aber das bedeutet für ihn den Ruin. Darum geht's ja. Er hat mir Deborah weggenommen damals. Ich habe seitdem nie wieder eine andere Frau geliebt. Und jetzt will ich alles.
sein Geschäft, sein Haus und Deborah. Also, ich würde ihn jetzt nicht so unter Druck setzen. Besser, du baust erstmal Vertrauen auf und bei der nächsten Gelegenheit kannst du die Schrauben immer noch anziehen. Du scheinst so viel gelernt zu haben in den Staaten. Das habe ich von dir. Wo ist der Vertrag? Komm damit auf meine Yacht. Warum? Ich würde die Vertragsunterzeichnung gerne dort stattfinden lassen. Was hast du vor? Du hältst die Hände falsch, Schatz. Du bist schon wieder unpünktlich, Schatz. Dann kauf du dir endlich mal ein Handy, dann erreiche ich dich auch. Außerdem bin ich dieses Mal gar nicht schuld. Mein Dad hatte wieder einen Anfall. Nein. Schlimm? Der wird gerade operiert. Ich habe noch eine schlechte Neuigkeit. Ich muss nämlich noch mal weg. Ah, ich hatte für heute Abend einen Tisch im Jacksons reserviert. 7:30. Das ist doch toll. Da freue ich mich. Und, bist du auch pünktlich? 100%ig. Ich muss nur vorher diesen Kreditvertrag abschließen. Den will ich meinem Dad zeigen, wenn er aus der OP aufwacht. Es wird seine Genesung etwas beschleunigen. Gut. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Hm. Ich liebe Überraschungen. Ah. 6,5%, dass ich mich dazu hinreißen lasse. Wenn Ihr Vater hier säße, würde ich das ganz bestimmt nicht machen. Na, sei es drum. So, richten Sie Walter bitte aus, dass ich ihm diese Konditionen nur wegen Ihrer schönen Augen gewährt habe. Dankeschön. Sie haben sie übrigens von Ihrer Mutter. Entschuldigung. Mom, wie geht's Dad? Mach dir keine Sorgen, Sandra. Dad hat die Operation gut überstanden. Und stell dir vor, wenn er aus dem Hospital entlassen wird, fährt er mit mir endlich nach Hawaii. Ich muss zurück zur Bank. Macht euch einen schönen Abend. Da kannst du dich drauf verlassen. Gut überstanden. Er kommandiert schon wieder die Schwestern herum. Und stell dir vor, meine Mom hat zum ersten Mal seit 30 Jahren für meinen Dad und sich eine Reise gebucht. Na, siehst du. Ich freue mich schon so, wenn ich ihm den unterschriebenen Kreditvertrag vor die Nase halten kann. Wo fährst du denn hin? Ich dachte, wir fahren rüber nach Brixham. Bisschen feiern, was schönes essen. Ich bin aber schon zum Abendessen verabredet, Brian. Bringst du mich bitte an Land? Ja, selbstverständlich. Schade. Albert? Mhm. Kannst du mir bitte meine Jacke holen? Es wird langsam frisch. Okay. Was ist los? Keine Ahnung. Ja. Danke. Kein Medizin mehr? Eigentlich nicht. Das verstehe ich nicht. Jetzt? Ich versuche, über Funk Hilfe zu holen. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Ich fürchte, das klappt nicht. Wir sind schon so weit draußen. Der Champagner, den Sie bestellt haben. Soll ich ihn schon öffnen? Nein, ich erwarte noch jemanden. Dann stelle ich ihn kalt. Danke. Thank you.
funktioniert nicht. Ich habe keinen Kontakt. Verdammt, das gibt's doch nicht. Sandra, lass uns das Beste draus machen. Ich kann es auch nicht ändern. Irgendwann werden wir abgeschleppt und bis dahin... Bis dahin ist Albert wahrscheinlich schon weg. Es tut mir leid. Ich schau mal, was noch zu essen da ist. Ich will nichts essen. Ich will an Land. Irgendwas müssen wir doch tun können. Hast du keine Leuchtraketen an Bord? Nein. Komisch, ich dachte, das sei Vorschrift. Ich sag doch, ich habe keine Leuchtraketen. Harrison, aber der Apparat sagt immer, der Teilnehmer ist nicht erreichbar. Ich verstehe das nicht. Warum ruft sie nicht an? Vielleicht ist sie in einem Funkloch. Möglich. Wo wollte sie denn hin? Sie wollte mit Brian und Charles den Vertrag unterschreiben. Ja, also. Kevin? Charles. Hier ist Deborah Harrison. Kann ich bitte mit Mr. Charles Warren sprechen? Er ist auf dem Weg ins Büro. Ja, danke. Keine Störung, Miss Parker. Es kann doch kein Zufall sein, dass Brian ausgerechnet jetzt so hilfsbereit ist. Und dass er jetzt auch noch auf seiner Yacht mit Sandra verschwunden ist. Wo ist der Charles? Ich muss ihn erreichen. Ich habe wirklich keine Ahnung, meine Liebe. Ich warne dich, Charles. Mach Sandra nicht zum Spielball deiner Geschäfte. Dass du mir immer das Schlimmste unterstellen musst. Wäre es nicht viel schöner, wenn wir wieder wie in alten Zeiten... Ich bin glücklich verheiratet. Weiß Walter eigentlich inzwischen, dass wir beide... dass wir uns einmal sehr nahe standen? Hör auf, das war vor meiner Ehe. Und es war der größte Fehler meines Lebens. Schade. Ich habe Walter gerade einen beträchtlichen Kredit gegeben. Da könntest du schon ein bisschen freundlicher zu mir sein. Wo doch sowieso die nächste Zeit im Krankenhaus bleiben wird. Mrs. Harrison möchte gehen. Du kannst ihm doch morgen alles erklären. Das glaubt er mir doch nie. Ich kann es ihm noch nicht mal verdenken. Mal ehrlich, was findest du an ihm? Ich meine, was kann er dir bieten? Du hast das Ganze inszeniert. Du wolltest, dass ich die Verabredung mit Albert verpasse. Und ich bin ja auch noch die ganze Zeit dankbar, weil du mir so selbstlos hilfst. Du bringst mich jetzt sofort an Land. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Mit dir an Land schwimmen? Dann funke ich jetzt SOS. Spinnst du, wir sind noch nicht in Seenot. Wie funktioniert das? Wie konnte ich auch nur eine Sekunde lang annehmen, dass du dich geändert hast? Du hast schon immer mit linken Tricks gearbeitet.
Sie hatte mit Brian eine Besprechung auf seiner Yacht. Und auf dem Meer hat der Motor gestreikt. Ein Fischkutter hat das Hafenamt verständigt. Beim Morgengrauen fährt jemand raus, um sie abzuschleppen. Vielen Dank, dass Sie mich benachrichtigt haben, Mrs. Harrison. Das ist doch selbstverständlich. Sehen wir uns noch beim Frühstück? Nein, ich werde morgen in aller Früh von einem Freund mit meinem Wagen abgeholt. Es tut mir leid, dass Ihr Besuch hier unter so unglücklichen Umständen verlaufen ist. Dafür können Sie ja nichts. Wie geht es Ihrem Mann? Er hat die Operation gut überstanden. Gut. Grüßen Sie ihn von mir. Und vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Es war nett, Sie kennenzulernen, Albert. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wollen Sie nicht warten, bis Sandra kommt? Alles Gute und viel Glück für deine Tournee. Danke. Und schreib mir meine Ansichtskarte aus Heidelberg. Ja, das mache ich. Tschüss. Ciao. Polly. Sagen Sie, wird sie ihre Tournee auch nach Cambridge führen? Ja, am 15. August. Wenn Sie möchten, bestelle ich Ihnen zwei Freikarten. Für Sie und Ihre Frau. Das ist nett, aber ich bin nicht verheiratet. Ach, nein, in dem Fall nur eine Freikarte. Dann sehen wir uns in Cambridge. Übrigens kenne ich da einen. Vielen Dank für alles. Gute Reise, Mr. Woolbridge. Und ein bisschen kaltes Huhn braten und ein paar hartgekochte Eier. Damit Sie nicht verhungern unterwegs. Passen Sie auf sich auf und kommen Sie wieder, Mr. Woolbridge. Möchtest du darüber reden oder nicht? Nein, lieber nicht. Ist alles schiefgelaufen, wirklich alles. Pech. Und das romantische Wochenende? Ich habe den Brief geschrieben. Entweder sie kommt oder... Sie wird kommen. Da bin ich mir sicher. Und ist sie erst da, kann nichts mehr schiefgehen. Sag mal, diese Rachel, das ist doch die Schwägerin von Sarah, oder? Ja. Ich wette, sie ist verheiratet. Was gibst denn du aus, wenn ich dir verrate, dass sie verwitwet ist, hä? Huh?
war Polly? Vor einer Stunde abgereist. Hat er was für mich hinterlassen? Kein Brief? Noch nicht mal einen Gruß? Jetzt gib mir doch wenigstens eine Chance, dir alles zu erklären. Lass mich in Ruhe, Brian! Sandra, es tut mir leid. Das interessiert mich alles nicht, Brian. Jetzt geh endlich. Mein Gott, der arme Junge. Was geht dich das eigentlich an? Ist dir kalt? Soll ich eine Jacke holen? Warte. Meine Sachen sind eh im Gästehaus. Bleib sitzen, ich lauf schnell. Sag mal, Polly, warst du heute schon mal zum Aufräumen im Gästehaus? Nein, ich wollte doch nicht stören. Aber es ist nicht nötig. Ich gehe sowieso duschen und ziehe mich um. Wollen wir noch zusammen frühstücken? Nein. Albert, was ist los? Na los, ruf sie an. Ich habe die Nummer von ihren Eltern gar nicht. Ja, aber du hast ihre Mobilnummer. Geht keiner ran. Sind wir mit diesem Brian zusammen. %6,5%. Wie hast du das bloß geschafft? Meine knallharte Verhandlungsführung. Oh. Danke, Sandra. Ich weiß nicht, wie ohne dich das alles ausgegangen wäre. Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Mit der Firma. Dad, ich fange nächsten Monat mein Praktikumsjahr an. Hm? Tut mir leid. Und Brian? Du liebst ihn also wirklich, diesen Albert? Mach dir keine Sorgen, es ist jetzt sowieso vorbei. Soll ich Mr. K. irgendwas ausrichten? Nein. Mr. K. ist jetzt lange genug in der Firma. Wir wollen ihn mal ganz allein entscheiden lassen. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Da bin ich sicher. Nachdem du diese brillante Vorarbeit geleistet hast. Ich bin stolz auf dich, meine Kleine. Dad, du musst jetzt erst mal ganz schnell gesund werden. Ohne dich läuft doch nichts in der Firma. Aber ist jeder ersetzbar. Aber ich habe mir vorgenommen, noch so lange weiterzumachen, bis Kevin alt genug ist. Ich glaube, ihn interessiert das Geschäft. Den Eindruck habe ich auch. Ja, aber vorher werde ich erst noch mal mit deiner Mutter nach Hawaii fliegen. Ja, wir beide haben uns nämlich vorgenommen, von jetzt an das Leben gemeinsam zu genießen. Ja. Was wird dir dort gefallen, Kevin? Du lernst neue Freunde kennen. Es gibt sogar eine Cricket-Mannschaft. Ich hasse Cricket. Bestimmt gibt es auch andere Sportarten. Ich will hier bleiben. Nein, Kevin, das geht nicht. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und nächsten Monat fahre ich auf Tournee. Polly, Paul, können nicht meine Großeltern auf mich aufpassen? Nein, Kevin. Grandpa ist sehr krank und braucht jetzt die ganze Aufmerksamkeit von Polly und Grandma. Am Wochenende fahre ich dich ins Internat.
Ich komme nicht mit. Kevin! Kevin, komm zurück! Kevin! Ganze Nacht mit dir auf deinem Boot? Alle Achtung. Du bist ja noch gerissener, als ich dachte. Ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Von mir aus. Hauptsache, du hast demnächst das Sagen bei Harrison und leitest die Firma im Interesse der Bank. Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Sie will einfach nichts mehr von mir wissen. Und falls ich es schaffe, ihr Vertrauen zurückzugewinnen, dann werde ich ausschließlich ihre Interessen vertreten und die von Harrison Golf. Und nicht mehr deine. Dir ist doch klar, dass du dann mit meiner Unterstützung bei deiner Karriere nicht mehr rechnen kannst. Ich weiß. Und es ist mir ehrlich gesagt ganz recht. Unsere Vorstellungen von seriösen Geschäften sind einfach zu unterschiedlich. Endlich in Ruhe, Brian. Ich habe gehört, deinem Vater geht's wieder besser. Ja, aber selbst wenn nicht, deine Hilfe nehme ich bestimmt nicht mehr in Anspruch. Auch wenn dein Onkel seinen Kredit dann wieder zurückzieht. Das kann er gar nicht und das wird er auch gar nicht. Dafür sorge ich. Sandra, ich gebe ja zu, ich bin zu weit gegangen mit der Yacht. Aber wenn man Angst hat, jemanden zu verlieren, dann macht man manchmal die verrücktesten Sachen. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Und außerdem liebe ich Albert. Ich habe die ganze Zeit gerufen und geklopft, bis ich nicht mehr konnte. Mein Gott, du hättest ersticken können. Ich will nicht ins Internat. Wieso, wer sagt denn, dass du ins Internat musst? Mama. Hm? Oh, komm mal her. Komm mal her. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Kevin! Was machst du denn für Sachen, ne? Bin ich froh. Ich wollte hier wieder raus, aber ich habe den Deckel nicht aufbekommen. Da reden wir morgen noch drüber. Komm, jetzt bringe ich dich erstmal ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Sandra. Gute Nacht. Schlaf gut. Und du? Hast du noch was von Albert gehört? Mhm. Meine Süße. Gute Nacht, Mom. Nacht. Vergessen. Ich glaube, das ist für dich. Das habe ich in der Truhe gefunden. Danke.
kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Und ich will es auch gar nicht. Du bist der Sternenhimmel über mir und der feste Boden unter meinen Füßen. Du bist wie ein Feuer in kalter Nacht und du bist alles, wonach ich mich je gesehnt habe. Ich liebe dich, Sandra. Bitte komm heute Abend zu unserem Lieblingsplatz am See und dort wollte ich dir die Frage stellen, die ich schon so lange mit mir herumtrage. Willst du mit mir dein Leben verbringen? Wenn du nicht kommst, reise ich morgen in aller Früh ab nach Heidelberg. In Liebe, dein Orlat. Das war ja gestern. Sandra! Hey, du weinst ja. Ich dachte, ich sei zu spät gekommen. Und weil das alles so schön ist. Du bist der romantischste Mann, den ich kenne und ich liebe dich. Und es tut mir alles so leid. Brian hat deinen Brief versteckt und den Ring. Ich habe alles erst heute Morgen. Jetzt bist du da und das ist das Wichtigste. Ich will.